Welche ist die härteste Droge von allen? Das Bahngleis. Ein Zug und du bist tot. Jungs, packt das gerade nicht. Ihr macht das, glaube ich, mit Absicht, oder? Was denn? Jan, fühlst du dich gerade ein bisschen verarscht? Ja, tue ich. Ja, zu Recht. Fickt euch. Yo, Kinders, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der kommt flach. Mit dabei ist der liebe AYVD und später noch unser schlitzäugiger Freund, der Encore. Und der Encore ist gerade draußen und raucht ein Reiskorn oder sowas. Ich weiß nicht genau, was er macht. Jedenfalls haben wir uns überlegt, wir machen Der kommt flach diesmal ein bisschen anders. Und zwar möchten wir so richtig unlustige Witze bringen und so richtig am Arsch lachen. Und die ganze Zeit so vorwurfsvoll sagen, ey, Encore, lach doch jetzt mal, das kann ich nicht hochladen wegen dir. Boah, du bist voll unlustig. Und ich will, dass er am Ende so richtig die Schuldgefühle hat und sich so richtig scheiße fühlt. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Break, einen kurzen Cut und sehen uns dann gleich wieder, wenn der gute wieder dabei ist. Also bis gleich, haut rein. Jo. Jo, Leute, herzlich willkommen zu einer Folge von Der kommt flach. Und wie ihr vielleicht wisst, haben wir einen Gast dabei und zwar den guten... Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan. Richtig. Mich nennt man auch M-Core. Hä, ich dachte, du wärst Danny Scorpion HD. Alles zusammen, ich bin alles. Okay. Ich bin Asiate, ich kann alles, ich bin alles. Okay, dann verrat mir doch mal eins, lieber Jan, okay? Ja. Was essen denn Supermodels, wenn es schnell gehen muss? Weiß nicht. Ein Laufsteak. Der ist so witzig. Geil, Mann. Ja, wieso lachst du nicht, Jan? Darf ich? Ja. Okay. Was hat ein Eichhörnchen mit einem Klavier gemeinsam? Digga, das Eichhörnchen klettert den Baum hoch und das Klavier ist aus Holz. Hey Jan, wieso lachst du nicht? Ohne Witz. Eine Kugel rollt um die Ecke und fällt um. Der war nicht flach, ne? Ja, der war zu flach. Ja, der war echt flach. Das sind genau solche Witze, Mann. Da kann man einfach nicht lachen. Da kann man okay, wie nennt man eine Gruppe schwuler Asiaten? Keine Ahnung. Oh, eine Geisha. Er ist mies. Der ist mies. Darf ich? Ja. Zwei Karotten fliegen senkrecht in der Luft. Da sagt die eine plötzlich, Vorsicht, da kommt ein Hubschraub. Hey Jan, warum lachst du nicht? Ich lache doch. Hey, hört man das nicht? Alter, ich kann das doch nicht hochladen, wenn du nicht lachst. Ja, ich lache ja die ganze Zeit, aber die lache auf. Okay. Ja, egal. Lach jetzt mehr, ja? Okay. So, wir machen kurz einen Cut und machen jetzt einfach mal, ja gut, so was. Wie verbindet man einem Philippinen die Augen? Keine Ahnung. Mit Zahnseide. Der Chinese lacht. Oh, das ist lustig. Auf einer Bank saßen drei Männer. Die drei hießen Josef. Ja! Ich hab so einen ähnlichen, Alter. Auf einer Bank saßen drei Männer. Alle drei hießen Josef. Bis auf Karl, der hieß Peter. Was, Alter? Der ist so... Hä? What the fuck? Okay. Der ist total flach. Ich hab hier die flachsten Witze der Welt ausgesucht, glaube ich. Ja. Was ist ein Lüneburger, der aus der Kirche ausgetreten ist? Ein Lüneburger Heide! Hey, Jan, warum lachst du nicht? Ich lach doch! Jan? Was ist denn los? Du lachst irgendwie was gar nicht. Ich lache die ganze Zeit. Seid ihr irgendwie schwerhörig oder so? Ja, aber ist kacke, wenn wir so viele Cuts reinmachen müssen. Ich lach die ganze Zeit? Ja, egal, wir machen jetzt einfach weiter. Okay, wie heißt denn die Frau von Herkules, Jan? Weiß nicht, erzähl's mir. Frau Kules. Was? Frau Kules! Hey, okay. Wieso lachst du nicht? Junge, willst du mich zum Rage bringen, oder was? Bild jetzt, okay, also. Zwei Erbsen gehen spazieren. Plötzlich schreit die eine, Vorsicht, da kommt ein LKW. Was macht ein Clown im Büro? Fax. Nee, kopieren. Treffen sich zwei, kommt nur einer. Ist schon wieder so flach. Okay. Junge. Woran erkennt man einen Philippinen mit Erektion?
Ja, er stößt, mit, er stößt das Stativ um. Alter. Okay. Okay. Warum heißt England England? Na, zwischen Buckingham Palace, Big Ben und den London Eye ist ja nicht ganz so viel Platz. Okay, Jan, gönn dir. Welche ist die härteste Droge von allen? Das Bahngleis. Ein Zug und du bist tot. Jungs, packt das gerade nicht. Ihr macht das, glaube ich, mit Absicht, oder? Was denn? Ich hab euch durchschaut. Was denn? Ich hab euch durchschaut. Was ist niedlich und hüpft über eine Wiese und qualmt? Keine Ahnung. Ein Kaminchen. Okay, okay, warte, den hat Jan eben schon gemacht. Egal, wie heißt dein helles Mammut? Helmut. Jetzt ist er nicht mehr so witzig. Haben Sie Angst vor Asiaten? Ja, panisch. Ah, jetzt check ich ihn erst. Was liegt am Strand und versteht man ganz schlecht? Lukas Mutter mit Pimmel im Mund. True story, bro, nein. Okay, Jan, gönn dir, Alter. Frag dir eine Kerze, sag mal, ist Wasser gefährlich? Davon kannst du ausgehen. Wie heißt der, chinesische... Wie heißt der chinesische Kulturminister? Ja. Keine Ahnung. Bildung. Hey, wieso lachst du jetzt nicht? Hä? Meinst du mich? Nee, Jan. Achso. Junge. Ich glaube, ohne Scheiß, dein... Ich weiß nicht, ob dein Mikrofon nicht richtig drin ist oder so, man hört dich aber ab und zu echt gar jetzt nicht. Mal, jetzt mal ernsthaft, oder was? Ja. What the fuck? Ja, jetzt wir können ja cutten. Warte, wir machen, kurz, wir machen kurz einen Test, okay? Was heißt eine Sperrstunde auf Chinesisch? Watt schon zu. Ey, ohne Witz, Alter, ist das zu niedrig gepegelt? Man hört dich nicht, Jan. Ja, ich glaube, der Lukas ist einfach nur so laut, Alter. Hä? Das kann sein. Nein. Bin ich einfach nur behindert. Ja. Jetzt pass mal auf, ich check das mal kurz. Das kann auch sein, ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Der Mikrofon ist auch kaputt. Lukas. Alle Witze, die da durch reinkommen, sind irgendwie unlustig. Ja, stimmt, ja. Stimmt. Das Mikrofon ist einfach kaputt, weil deine Witze schlecht sind. Lukas, was findet man bei einem Kannibalen in der Dusche? Keine Ahnung. Head and Shoulders. Okay, ja, Jan, gönn noch mal einen. So viel habe ich gar nicht mehr. Warte mal, lass mich mal. Läuft ein Keks um die Ecke und bricht sich ein Krümel. Jungs, das kann nicht euer Ernst sein. Was ist orange und schaut durch Schlüsselloch? Eine Spandarine. Was sagt ein arabischer Bäcker zu seinem Lehrling? Bagdad. Okay, Jan, was hältst du hiervon? Die Polizei hat einen Penis gefasst. Er hat gestanden. Ich kenne den schon. Okay. Oh, Jan, gönn dir. Ja, warte mal, ich habe jetzt keine mehr. Ich muss jetzt mal welche okay, raussuchen. Wie nennt man einen Diener aus Bern? Einen Berner Diener. Weißt du, was der Hammer ist? Werkzeug. Digga, Jan, warum lachst du denn nicht? Ich hab gelacht. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Oh, Jan, bring nochmal ein. Lass mich schauen. Ja, wir können cutten, alles cool. Ja, das passt schon. Was macht ein Herzkranker, wenn er Cola mit Bier trinkt? Er Cola Keine Ahnung. Jungs, ihr dürft mich doch nicht immer so alleine lassen. Okay, was ist vor dem Kopierer? Ist rot, gelb oder grün? Der Paprikant. Eine Mischung aus Paprika und Praktikant. Das ist so lustig. Okay, warte. Sagt ein... Hatten wir auch schon. Ein Arbeiter sagt zu seinem Kollegen, du sollst sofort zum Chef kommen. Der Kollege versteht ihn wegen des Arbeits nämlich und fragt, wie bitte? Da antwortet der Erste, na zu Fuß. Pass auf. Alter, jetzt... Ja, erzähl. Pass auf. Ja. Treffen sich zwei Unsichtbare. Sagt der eine zum anderen, lange nicht gesehen. Okay, Alter, den hab ich jetzt gehört. Ey, Digga, das macht doch keinen Spaß. Nee, ja. mein voller Ernst jetzt. Die Witze einfach nur ohne Scheiß richtig unlustig. Echt? Ja.
Junge. Ja, was ist das denn bitte für eine Folge, Alter? Wie nennt man denn einen Schwarzen in einem Schlafsack? Kittekat. Sowas muss man bringen, Alter. Aber dann nicht hündisch war und so. Ja, what the fuck, man? Sag Simon zu deinem Longboard, ich stehe auf dich. Der Klassiker. Nee, aber ernsthaft, dann lass die Aufnahmen verschieben oder das, weil ohne Scheiß sowas kann ich nicht hochladen. Ja, nee, weil das zieht mich auch gerade richtig runter, weil ich habe die ganze Zeit gelacht und über meine Witze wird nicht gelacht. Das, da habe ich einfach keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Okay. Jo. Ja. Jo. Jan, fühlst du dich gerade ein bisschen verarscht? Ja, tue ich. Ja, zu Recht. Fickt euch einfach nur. Ich hab's gewusst, Mann. Ich hab's auch die ganze Zeit gewusst. Weißt du, ihr bringt so Scheiße, so richtig Beschissene. Und ihr lacht euch einen Arsch ab, Mann. Ihr lacht euch einen beschissenen Arsch ab und dann bringt euch auch so beschissene Witze. Fickt euch einfach. Fickt euch. Er sagt immer die Witze. Man hört einfach nichts. Und er sagt, oh, komm schon, Jungs. Oh, ich musste mich so oft zusammenreißen, dass ich bei deinen Witzen nicht lache. Okay. Oh Mann. Gut, oh Leute, Mann. Das war's von dieser etwas anderen Folge. Der kommt ja, flach. Leute. Ja. Schaut auf jeden Fall beim M-Kopf vorbei. Ein richtig lustiger Dude, den ich gerade kennengelernt habe. Nächste Gamescom kriegst du das zurück, Alter. Ja, toll. Nächste Gamescom wird zusammengeschlagen. Freunde, das war's. Rocketbühne. Pass auf. Oh nein, ich werde auf der Rocketbühne zusammengeschlagen. Kommt auf jeden Fall dahin. Schaut mal Lukas vorbei. Das war's von dieser Folge. Der kommt flach. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr blöden Wichser. Servus. Ciao.